Einen wunderschönen guten Tag, meine Lieben. Herzlich willkommen zu einem neuen Video von den Weekend League Rewards. Heute mal mit einem Tag Verspätung. Ja, ich hatte leider zwei Tage keine PlayStation. Meine alte ging kaputt. Und daher gibt es jetzt die Rewards mal einen Tag später als sonst. Aber es gibt sie noch. Und ich konnte alle SBCs, die in den letzten zwei, drei Tagen kamen, noch abschließen. Das heißt, es gibt auf beiden meiner Accounts zusätzliche Packs neben den Weekend League Rewards. Und heute werde ich natürlich alles öffnen, weil wir haben ja ein Event am Laufen. Heute Abend kommt zwar ein neues Team, aber das ist ja dann immer noch im nächsten Team of the Week, beziehungsweise in den nächsten Rewards vertreten. So, wir gehen direkt zu den Rewards. Die Packs sammeln wir alle. Gold 3 wie immer auf dem Road to Glory. Gut, letzte Woche war es Gold 1. Nächste Woche wird es wahrscheinlich auch wieder Gold 3. Ich werde wahrscheinlich nicht die komplette Weekend League spielen auf dem Road to Glory, lieber auf dem Main Account. Hier gibt es nochmal 2 Megapacks und ein 50k Set, inklusive die 2000 Punkte, um sich für die Weekend League zu registrieren. Das mache ich auch gleich. Außer man kann das nicht mehr. Ne, Registrierung endet in 19 Stunden. Es geht also noch. Sehr gut. Dann gehen wir zu den Player Picks. Das Team of the Week diese Woche ist absolute Scheiße, was EA da gemacht hat. Ja, daher brauche ich auch keinen für meinen Road to Glory, weder für mein Main-Team. Wir haben hier einen Schwolo, ja, super. Also einer aus der Schweizer Liga nehme ich hier nicht. Ja, ein 84er Schwolo, ich habe ja neuer Flashback hier. Und, ja, okay, ein 87er Aspas, ist okay. Ja, ja, nehme ich mit. Ist gut für SBCs, für die Boateng Flashback SBC. Da kann ich dann Upamecano Moments ersetzen. Ja, mal gucken. Wir haben jetzt noch 13 Packs zum Öffnen. Und wir fackeln nicht lange rum. Wir machen eins nach dem anderen auf, damit es hier nicht allzu lange geht. Es gibt ja noch den Main-Account, dort habe ich Elite Rewards. Und ja, letzte Woche, nee, beim Pack-Opening letzten Freitag, das war ja maximal schlecht. Bis auf das Primeiten-Pack war ja sonst nur Scheiße drin. Daher hoffe ich, dass ich zumindest mal einen Walkout heute bekomme. Das wäre schön. Weil das habe ich schon lange nicht mehr bekommen. Bin mittlerweile auf dem Main-Account auch die Ligen-SBC-Methode am Machen. Läuft auch noch nicht so, wie ich mir das erhofft habe. Aber was willst du machen? So, wir haben jetzt hier einige schöne Packs, die wir öffnen können. Hier noch ein Selten. Oh nee, das ist 84 bis 91. Okay, vielleicht gibt es hier schon den ersten Walkout. Er geht so auf jeden Fall mal durch, das sowieso. Es ist ein Walkout. Es ist Belgien. Ein Verteidiger. Ja, ein 87er ist okay. Tobi Alderweireld ist halt sehr schönes SBC-Futter. Was willst du noch mehr? Dann haben wir hinten noch das 1. April-Pack. Da sind ja garantiert ein Bronzespieler. Ja, da sind ja 5 Gold, 5 Seltene drin. Und ein Bronzespieler wahrscheinlich. Und der geht nicht durch. Das ist natürlich ein belastender Lachs. Das ist ganz, ganz belastend. Oh, das war sogar untradable. Hoppala. Naja. dann machen wir das nächste Set hier. 12 Objekte, 6x Gold, 3x selten. Der geht durch. Das ist ein Walker, glaube ich. Ich habe es gerade nicht gesehen. Wieder Belgien. ZOM. Oh, De Bruyne. Nice. Bitte sei tradable. Ich glaube aber nicht, dass es tradable ist. Oh, das wäre so bitter. Och, es ist tradable. Was bist du wert? Das ist natürlich ein wunderschöner Pull für den Road to Glory. Da komme ich dem Harvards Food Birthday um einiges näher. 116k. 117, na jetzt habe ich 116 gemacht, naja, 116k auf Trocken nehme ich gerne mit, sehr sehr gerne nehme ich das sogar mit, ja, da komme ich dem Harvards wirklich sehr sehr nah, vielleicht kann ich mir den für diese Weekend League schon kaufen, es wäre natürlich sehr sehr geil, oder vielleicht einen aus dem heutigen Team, es wird ja spekuliert, dass Gnabry kommt, hier noch ein Madison, ja, ist tradable, ja, dann stoße ich es ab. Nehme ich die Coins mit. So, De Bruyne wurde bereits verkauft. Sehr gut. Nächstes Pack, seltenes Elektrum-Spieler-Pack.
Also mit den Rewards auf dem Road to Glory Account bin ich bereits zufrieden. Ich hoffe natürlich aber schon noch auf einen weiteren Walkout. Das wäre natürlich schön. Ja, noch ein paar Silberspieler, die sicher mal ein bisschen was wert sind. Was haben wir denn noch so? Megapacks, zwei Stück, ein 50k-Set. Dann haben wir hier, machen wir die hier auf. Premium Goldspieler Pack. 12 Goldspieler, 3 davon selten. Der geht nicht durch. Überspringen. Da fackeln wir überhaupt nicht lange. Ist tradable? Ist. Abstoßen. Scheiß auf die Coins. Ich bin nicht angewiesen darauf. Von daher, fuck it. So, nächstes. Der geht auch nicht durch. Der wird auch wieder übersprungen. Also, das darf ruhig. Ist tradable? Ja. Abstoßen. Egal, ob jetzt die 600, 700 Coins wert sind. Dann machen wir jetzt das Prime Gold Spieler Pack auf. Da sind schon 6 seltene drin. Komm, geh wenigstens ins Stadion rein. Der geht ins Stadion rein. So ein Food Birthday zu ziehen, das wäre mal schön. Ich habe noch keinen einzigen Food Birthday gezogen. Das ist Pozuelo. Das war der einzige, den ich in meiner Prediction richtig hatte. Aber SPC-Futter, 83er Inform. Nimmt man mit. So, der ist halt vielleicht ein bisschen was wert. Den Rest kann man abstoßen. So, wir machen zuerst die Megapacks auf und zum Schluss das 50k-Set. Also ein Walkout aus total den letzten 3 Sets, das würde ich mir wünschen. Das erste Mal ist es keiner, aber er geht schon mal durch. Brasilien, ZDM, Fabinho, ein 85er. Ist okay, ist definitiv okay. Packen wir selbstverständlich in den Verein. Das ist der einzige 83-Plus-Spieler. Tatsächlich. Alles klar, das ist dann eher schwach. Aber direkt das zweite Megapack. Wäre natürlich geil, wenn ich irgendwie noch auf 400k kommen würde. Der geht auch wieder durch. Das ist aber wieder kein Walkout. Chile, ZM, wahrscheinlich Aranguiz. Ja, ja. Das ist dann gar nichts. Absolut nichts. Auch wieder der einzige 83 plus. Wenigstens noch. Okay, wenigstens noch ein Shadow. Immerhin etwas. Shadow ist ja mehr wert als die meisten Walkouts mittlerweile. Ja. Dann 50k-Set. Bis es dann zum Main-Account geht. Komm schon. Der geht auch nochmal durch. Auch kein Walkout. Dreimal sind wir ins Stadion gegangen, aber kein Walkout. Das ist dann eher enttäuschend. Aber ich habe De Bruyne gezogen für 116k. Ist absolut okay. Hier den 83er nehmen wir noch mit. Und den Rest können wir abstoßen für 4.300 Coins. Ich muss mal gucken, je nachdem wie es reicht von den Coins her. Vielleicht kann ich mir für den Road to Glory den Kainz verkaufen. Auch wenn ich Kainz richtig feiere. Ich finde die Karte richtig stark. Ihr seht es, er spielt bei mir als ZOM. 121 Spiele, alles Weekend League oder ganz, ganz wenig Rivals. 118 Tore, 81 Torvorlagen. Also, ne, ich meine, das sind 199 Scorer in 121 Spielen. Der Typ geht ab, aber Havertz ist halt Havertz, ne? Und der wird wahrscheinlich nochmal eine Spur besser sein. Ich würde mir vielleicht noch einen Offensiven hier wünschen. El Arabi wäre natürlich perfekt, aber da ich ja mehrere Tage keine Playstation hatte, müsste ich mir den jetzt innerhalb von 4 Stunden ergrinden und das ist wahrscheinlich unmöglich. Ich kann es probieren, dann könnte ich Rashica verkaufen, mal gucken. Und ja, dann würde ich sagen, wechseln wir jetzt zum Main-Account. Da gibt's Elite Rewards. So, da sind wir auf meinem Main-Account. Ihr seht hier das Team, mit welchem ich die letzte Weekend League gespielt habe. Hier stand noch Cruyff Prime. Ich will allerdings ein bisschen was am Team ändern. Eventuell hole ich mir Mbappé Food Birthday, dann müsste ich natürlich ihn rausmachen. Raul musste ich nach ungefähr 10 Spielen rausnehmen. Er ist zwar stark, aber er passt leider nicht zu meinem Spielstil, auch wenn es eine richtig gute Karte ist. Aber kann man sicher dann ab dem Tots in Fun-Teams oder so einbauen. Ja, aber zu mehr reicht es halt bei Raul leider, leider nicht. Ja, entweder könnte ich hier Ducouré, Second Inform oder Triple Inform, welche auch immer es ist. Der 86er, den habe ich ja in Rot, könnte ich hier reinpacken. Und dann in den Sturm Mbappé Food Birthday und dann könnte ich irgendwo vielleicht noch ein Upgrade machen für 1 Million oder so. Was ich mir aber auch überlegt habe, ist hier
Ducouré. Dann hier Ben Yedder POTM und dann Mané auf ein Team of D upgraden. Sanchez Moments auf Cannavaro Moments upgraden. Ah ne, und hier Petit Moments. So, das wären so meine Gedanken gewesen, um das Ganze abzugraden. Ich muss noch gucken, wie ich das mache. Ich entscheide mich da relativ spontan. So, wir holen auch hier die Tradable Packs ab von Division Rivals. Rang 3, wie immer, ein seltenes Spielerpack und ein seltenes Goldpack. Und natürlich hier die Foot Champions Belohnung. Elite 3, da habe ich gepackt. Es gibt ein Premium Team of the Week Moments Pack, auch wenn das Team scheiße ist. Ich werde das Pack trotzdem öffnen, da habe ich ja eh nie Glück drin. Ein 100k seit 70.000 Münzen und natürlich die 3 Player Picks und die 2.000 Punkte für die Weekend League, die wir auch gleich ab hier einlösen, damit ich mir dieses wunderschöne Zeugs wieder antun kann am Wochenende. Und ja, dann würde ich sagen, gehen wir direkt zu den Player Picks. Ich erwarte hier nichts, ich brauche hier nichts, von daher machen wir einfach auf. Als erstes kriegen wir auch hier einen Schwolo. Super. Geil. Zweiter Player Pick ist wieder, ja okay, oh, Milinkovic Savic ist der zweitbeste im Team of the Week. Das ist natürlich nice. Kann ich für die Footswaps brauchen, auch wenn ich da das Prime-Icon-Pack habe. Aber ich will mir Maldini holen in der nächsten Welle dann. Und ich habe die Serie A-Sachen noch nicht erledigt. Da ist er natürlich gerade perfekt. Und dann der dritte Player-Pick ist Guaita. Ja, zwei Keeper und ein ZM. Ist okay, bin ich zufrieden mit. Dafür, dass das Team of the Week so verschissen ist. Dann haben wir jetzt hier noch 11 Packs zum Öffnen. Ach, es ist hier das Goldspieler-Pack, da ist eh nichts drin. Mit einem seltenen Goldspieler. Was soll da groß drin sein? Er geht nicht durch, wie erwartet. Man, von solchen Packs kann man nicht viel erwarten. Kommt wenigstens alles in den Verein. Das ist sehr gut, weil ich ja die Ligen-SBC-Methode mache. Dann, hoppala. So. Aber als nächstes machen wir hier. Premium Electrum Spieler-Pack. Da sind eh nur 3 seltene drin, total 6 Goldspieler. Geht nicht durch. Ich sage, mit einem Walkout bin ich schon zufrieden. Ich habe seit längerem nicht mehr das schönste Packluck. Brauche ich auch nicht, ich habe mehr als genug Coins. Ich hatte mehr als genug Packluck dieses Jahr. Von daher, ich bin absolut zufrieden. Aber es wäre trotzdem schön, mal auf dem... Okay, gut. Ich habe auf dem Road to Glory De Bruyne gezogen. Kann ich nicht sagen. Aber so ein Food Birthday wäre trotzdem mal schön, ne? Dann ist schon eine geile Promo. Und dann, okay, noch ein Kyle Walker. Nee, ein Trent. Da ist schon eine geile Promo. Du machst ein Pack nach dem anderen auf. Ich habe mindestens schon 100 Packs aufgemacht, die ich mir angespart habe für Food Birthday. Und ich habe noch keinen einzigen Food Birthday gezogen. Das ist dann schon eher scheiße. Aber was willst du machen? So. Zweites Pack, der geht nicht durch. Dann kommen wir dann als nächstes direkt zum... Haben wir hier noch was? Ja, nichts Spezielles. Kommen wir zum 1. April-Pack. Bronzespieler-Pack. Ein Bronzespieler, 5 Goldspieler, 5 selten. Vielleicht ist hier was Cooles drin. Er geht auch nicht durch. Okay, ja, das ist wirklich ein 1. April-Scherz. Wie das Team of the Week. Super, 82er. Ratajczak. Super. Ja. Naja, was haben wir noch Schönes? Hier, der 84 bis 91er Spieler haben wir noch. Aus Foot 13 SBC war das, glaube ich. Das ist ein Walkout. Bosnien, das ist das Schlimmste, was du sehen kannst, wenn es ein Walkout gibt. Weil es kann nur Pjanic sein. Und das ist ein 86er. Aber ist okay, ist ein Walkout. So. Dann habe ich hier noch das Premium Goldspieler-Pack. Komm, bring mir Glück. Irgendwie. Er geht durch. Ist kein Walkout. Deutschland. Torwart. Trapp. Nee, Leno. 84 wenigstens. Ist halt immer sehr, sehr gutes SBC-Futter, wenn man mal irgend so eine Fun-SBC machen will. Du bist vielleicht was wert, keine Ahnung. Ah, du vielleicht auch ein bisschen... So, dann haben wir noch das seltene Goldpack. Machen wir das zuerst auf. Die, da, also bei denen habe ich eigentlich relativ oft Glück. Der geht sogar durch, aber kein Walkout.
Chile, ja, das ist wieder Aranguiz wahrscheinlich. Genau. Aranguiz kann ich heute gut. Und noch ein Giroud. Ja, ja, Molenko. Zack. Kostenlose Coins, die man mitnehmen kann. So, dann haben wir noch ein 50k-Set, ein 100k-Set und das Premium Team of the Week Moments Pack. Machen wir zuerst das 50k-Set. Wir steigen uns immer mehr rauf. Der geht ins Stadion rein. Das ist kein Walkout. Argentinien, ZDM, Ever Banega. Ja. Wer sonst? Okay, wir haben noch zwei weitere 83er drin. Das ist dann wiederum okay. Ich packe mal auf die Transferliste. So. Dann kommen wir zum 100k-Set. Let's go. Komm schon, gib mir einen Walkout. So, er geht durch. Ist wieder kein Walkout. Ich kann auf dem Main-Account keine Walkouts. Ja, wieder Trend. Super. Das ist der einzige 83er oder was? Das ist dann wiederum frech. Ein einziger 83er in einem 100k-Pack. Naja. Wir kommen auch schon zum letzten Pack. Das Team of the Week Moments Pack. Solange ein Walkout hier rauskommt, bin ich eigentlich schon zufrieden. Ja, es muss kein teurer sein, es muss aber ein Walkout sein. Es ist ein Walkout. Spanien, Torwart, oh super, Guaita. Der billigste, den man kriegen kann. Aber es ist wenigstens mal wieder ein Walkout gewesen und noch ein Yusuf Paulsen. Okay, und ein Hübner, ist okay. Zwei Walkouts in einem Team of the Week Moments Pack. Das weiß nicht, wann ich das letzte Mal hatte. Von daher bin ich zufrieden. Sie passen gut in SBCs oder man kann gut Coins aus ihnen machen, was auch immer. Ja, dann packe ich sie mal auf die Transferliste. Mal gucken, was ich mit denen noch mache. Dann sehen wir uns spätestens am Montag wieder zur Team of the Week Moments Prediction. Und ich wünsche euch viel Erfolg in der Weekend League, viel Pack Luck bei den Rewards oder bei Food Birthday, was auch immer. Und ein schönes Wochenende. Bis spätestens am Montag. Macht's gut. Tschüss.